Wenn man sich das vorstellt, im Mittelalter haben hier schon die Prämonstratenser gestanden, dann merkt man einfach, dass dieser Dom bis heute eine Aura hat. Wenn ich durch diesen Kreuzgang gehe, dann fühle ich mich manchmal nur für mich alleine zurückversetzt in die Zeit der betenden Mönche. Und in dem Sinne fühle ich mich schon verbunden und vernetzt mit früher. Im Kreuzgang umfängt einen eine Schlichtheit, die eine Ruhe auf einen noch ausstrahlt und einen zur Besinnung kommen lässt. Am Prämonstratenserorden finde ich faszinierend, dass er ein Orden ist, der nach außen wirkte, das Seelsorgerische im Blick hatte und damit also nicht nur in der Klausur tätig war, sondern nach außen wirkte. Der Orden der Prämonstratenser, speziell in Nordostdeutschland, ist natürlich ein Wirtschaftskrimi, würde ich mal sagen. Das heißt, die organisieren hier vollkommen generalstabsmäßig die Kirchenorganisation im Nordosten Deutschlands. Als Historiker fasziniert mich vor allem die Vielfalt der Prämonstratenser. Sie leben auf der einen Seite das Leben eines Mönchs, auf der anderen Seite das Leben eines Stiftsherrn. Und sie eignen sich in dieser Lebensweise den Raum, die Kulturlandschaft an, gestalten diese. Auf der anderen Seite gehen sie aber auch auf die Menschen zu mit Seelsorge und kümmern sich eben um deren Anliegen. Also was mich am meisten fasziniert, ist tatsächlich, dass wir hier einen Ort haben, an dem immer das Modernste vom Modernsten gespielt wurde. Denn auch als die Prämonstratenser nach Magdeburg kamen, haben sie nicht irgendwas hierher gebracht, sondern sie haben aus Frankreich die modernste Architektur nach Magdeburg gebracht. Da ist man schon interessiert und überrascht, was also die Prämonstratenser bewegt haben damals zu der Zeit, unter welchen Umständen. Das ist schon bewundernswert. Die Rückkehr zur Einfachheit, zum Fleiß, zur Strebsamkeit, ich denke, das ist eine Sache, die mich fasziniert. Eine sehr weltoffene Herangehensweise an die Dinge, den großen Auftrag an Bildung, der immer noch diesen Orden tatsächlich ausmacht. Am Prämonstratenserorden hat mich immer fasziniert eigentlich die Gestalt des heiligen Norbert, die für Innovation steht, dass man doch immer was Neues anfangen kann. Das ist nicht jeden Tag so, manchmal ist das auch alles ganz schön träge, aber ab und zu gibt es mir so einen zusätzlichen Stoß und die Zuversicht, dass die anderen mittun.